Im Kampf Nummer 10, ganz großes Potenzial, Leichtgewicht, das Nippel, Steffen Ramelow und parteiisch am Ring. Meine sehr verehrten Damen und Herren, genießen Sie den Kampf zweier Könner, Daniel McCain und Vitali Ginter. Also rein optisch, wenn man flüchtig schaut, dann sieht Daniel McCain aus, so ein bisschen wie Conor McGregor. Seconds out, bevor aus dem Ring, seconds out, please. Ring frei, Runde 1, first round. So, die beiden überspringen gleich mal die Abtastphase, da geht's gleich zur Sache. Da geht's gleich zur Sache, ja. Wunderbar. Oh, und Ginter setzt da aber nach. Stürmt rein. Greift sich die Beine von Daniel. So, da ist er nach vorne und jetzt klebt er an ihm dran. Und Daniel, der neutralisiert das jetzt, der macht es. Schöner Wurf hier. Ist noch in der Guillotine drin, aber da wird er gleich draußen sein. Daniel hält immer noch den Kopf fest. So, zwei kurze, trockene Schläge. Nochmal nachgesetzt. Vitali jetzt oben in der Guard, versucht sich aufzurichten. Oh, McCain dreht ihn hier fast. Vitali bleibt an ihm dran. Knie zum Körper von beiden. Oh, da ist die Familie von Daniel McCain da. Der hat alle dabei. Den Papa Leonard, die Mama, die Christine, seine beiden Zwillingsschwestern Steffi und Vanessa. Also hier volles Programm. Familienausflug bei McCains. Vitali jetzt hier gegen den Käfig gepresst. Daniel macht Druck, sucht den Takedown. Vitali verteidigt gut. Mit so einem kleinen Bewegung nach hinten hat Daniel McCain versucht, das Gleichgewicht von Vitali Ginter zu erschüttern. Aber er ist direkt in der Guillotine drin. Vitali hat ihn in der Guillotine drin und das ist tief. Da muss er aufpassen. Ich denke, er wird rauskommen, aber das war ein Tap-Out. Was? Das ging sehr stark gemacht. Diese langen, schlachsigen Arme. Das war das Gefährliche, das war das Kryptonit hier für Daniel McCain. Tja, der kann es doch gar nicht fassen, Daniel McCain. Und im Gegenzug Vitali Ginter, der junge Mann, der jüngere Mann, hat sich durchgesetzt. Also der Newcomer triumphiert über den Veteranen. Da hat er dran geglaubt, dass er sich damit hier die Submission holen kann. Und es war auch richtig. Tap out. Ladies and Gentlemen, geben Sie eine große Hand für zwei Ausnahmekämpfer, Daniel McCain und Vitali Ginter. Danke für den Kampf. Die haben sich beide nichts geschenkt. Wir haben Willen gezeigt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 2 Minuten 30, die erste Runde. Wir haben einen Guillotine-Choke angesprungen und einen entsprechenden Tap-Out. Der Sieg geht an Vitali Ginter. Und er bleibt unbesiegt in seiner Karriere. Vierter Kampf, vierter Sieg für Vitali Ginter.